Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Kennst du Timmy? Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Ja, der arbeitet hier. Oder hat das mal, was weiß ich. Ist vor ein paar Tagen verschwunden. Seitdem hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Sie arbeitet auch hier. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Mein Gott, also ist das wahr? Dieser Dummkopf ist wieder mal in was reingeraten. Na schön, aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt, und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Colbins Farm, in der Nähe von Merhoyet. Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Interessant. Ich suche auch nach einem großen Ochsen namens Timmy. Na bitte, was für ein Zufall. Könnte es derselbe Kerl sein, frage ich mich. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Er soll sich in Rathai verstecken. Ach ja? Wo in Rathai? Beim Fleischer. Sie sind verwandt. Verzeih, wenn ich das nicht für bare Münze nehme. Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Kommt, Jungs! Oh.
Geh mir nicht auf den Sack. Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja? Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal! Sie haben Heinz in Uschitze gekreuzigt! Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße! 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 Was mache ich bloß? Scheiße! Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße! Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher... Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so.
Da waren verfallene Häuser dort und so in den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Tallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus, nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst, mit einer Riesenbuche. Oder war's eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke. Und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich war in Uschitze und der Pfarrer dort ist äußerst seltsam. Er kann ein Schwert führen. Weißt du etwas über ihn, Herr? Godwin? Ja, ein faszinierender Bursche. Er ist der jüngste Sohn eines der Herren von Kuttenberg. Er wurde in die Klosterschule geschickt, um Pfarrer zu werden, wie für den jüngsten Sohn üblich. Aber er fand keinen Gefallen daran. Also wanderte er nach seinem Studium umher, anstatt in seine Gemeinde zu gehen. Er hatte wohl ein recht aufregendes Leben. Eines Tages kam er zurück und ließ sich nieder. Hanusch weiß sicher mehr über ihn. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Ich begab mich nach Uschitze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Hm.
Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sacker! Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken, hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Thalmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Natürlich, Herr. Also, ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich.